SAP, Europas größter IT-Konzern, eine deutsche Vorzeigefirma. SAPs Datenbanktechnologie HANA ermöglicht die derzeit wohl schnellste Datenverarbeitung. Ein Marktvorsprung, den der Konzern nutzt. Nach Faktrecherchen wurden die weltweit größten Sammler von Daten gezielt als Großkunden gewonnen. Die amerikanischen Geheimdienste. In diesen Markt einzutreten, ist eine Strategie, die SAP offensichtlich seit 7, 8, 9, 10 Jahren gezielt verfolgt, indem Komponenten und Firmen gekauft werden, die in diesem Überwachungsmarkt überhaupt nur eine sinnvolle Anwendung bringen. Wir reden hier vor allem von Fähigkeiten, die man nicht für gezielte Überwachung braucht, sondern von Fähigkeiten, die man zur Massenüberwachung braucht. Das ist hier ganz offensichtlich der Fokus. Um das eigene Datenbanksystem für die Massenüberwachung nutzbar zu machen, werden Ausrüster der amerikanischen Geheimdienste gekauft oder mit ihnen Verträge geschlossen. Als erstes der Suchtechnikentwickler Insight. Kurz danach folgt der Datenbankhersteller Sybase, dessen wichtigster Regierungskunde die NSA. Mit weiteren NSA-Dienstleistern wie Palantir und Attensity werden Verträge geschlossen. So aufgestellt gründet SAP eine amerikanische Tochterfirma, SAP NS2. Damit kann SAP den US-Geheimdiensten eine Überwachungslösung aus einer Hand anbieten. Wir haben es hier mit Geheimdiensten zu tun, die sich die besten Produkte kaufen wollen, egal von wem. Und wir haben es mit Firmen zu tun, die diese Produkte liefern wollen, egal an wen. Der belgische Unternehmer Jo Lernout entwickelte jahrelang Software für Geheimdienste. Einige seiner ehemaligen Angestellten gingen zu Insight. Jo Lernout steht immer noch in Kontakt mit ihnen und weiß, was sie jetzt bei SAP tun. Sie lösen das Problem der amerikanischen Überwachungsprogramme, die enormen Mengen an Daten durchsuchbar zu machen und dabei relevante Ergebnisse zu erhalten. So brauchen die amerikanischen Geheimdienste weniger Zeit und weniger Personal. Und diese Technologie von Insight hilft ihnen dabei. SAP hat durch den Kauf von Insight und den Verträgen mit Palantir und Attensity Firmen an sich gebunden, die auf das Engste mit US-Geheimdiensten verflochten sind. All diese Firmen wurden durch die CIA mit aufgebaut. Das heißt, sie entwickeln gezielt für US-Geheimdienste. Durch diese enge Zusammenarbeit und den Firmensitz in den USA muss die SAP-Tochter NS2 der US-Regierung auch vollständigen Einblick in ihre Programme gewähren. Wir brauchen für die deutsche Industrie Richtlinien, auch beim Export von diesen hochgefährlichen Instrumenten. Aber wir brauchen eben auch internationale Abkommen. Denn es ist ganz klar so, dass heutzutage Programme gefährlicher sein können als Schlagstöcke oder Waffen. Wofür die Massenüberwachung eingesetzt wird, zeigt sich auf Tagungen der amerikanischen SAP-Tochter NS2. Ein ehemaliger Geheimdienstdirektor bedankt sich. Sehr viel, was wir anhand der Datenbanken machen, ist die Zielauswahl. Dank Gott, dass Sie uns dazu in die Lage versetzen. Wir haben eine Beobachtungsliste und ein gezieltes Tötungsprogramm. Der ehemalige Geheimdienstchef Hayden bedankt sich auf einer SAP-Veranstaltung für die Mitwirkung am gezielten Tötungsprogramm der USA. Für die Abgeordnete der Linken im NSA-Untersuchungsausschuss, Martina Renner, geht das zu weit. SAP mache sich mitverantwortlich. Nach dem, was wir wissen zur Überwachungspraxis der NSA, nachdem klar ist, es wurde hier ein Spitzel im BND angeworben, nachdem wir jetzt über die Folterpraxis der CIA reden, all diese Dinge, ich kann sie zusammenbinden, ja, finde ich, muss jede Firma, die mit diesen Diensten kooperiert, wissen, dass sie mit Leuten zusammenarbeitet, die Gesetzesbrecher sind. Es ist kurios. Ein deutscher Weltkonzern macht Millionengeschäfte mit einem Geheimdienst, der auch die deutsche Regierung abgehört hat. Von dieser Zusammenarbeit will die Bundesregierung auf Anfrage angeblich nichts wissen. Und die Überwachungstechnik, die SAP den Amerikanern zur Verfügung stellt,
soll nun sogar für den deutschen Geheimdienst BND angeschafft werden. Es ist hochbedenklich, wenn jetzt beim BND Software zum Einsatz kommt, die offensichtlich unter der Kontrolle und dem Zugang von anderen Diensten steht. Insofern kann man sagen, hier würde eine Sicherheitslücke in die deutsche Sicherheitsarchitektur integriert werden, die niemand gebrauchen kann. Wir stellen einen umfangreichen Fragenkatalog an SAP. Einzige Antwort: Zu Kundenbeziehungen gebe man keine Auskunft. Auf dem deutschen Cybersicherheitsgipfel wollen wir eine Antwort bekommen. Der Sicherheitsexperte Andi Müller-Magun konfrontiert die SAP-Direktorin Ingrid Helen-Arnold mit unseren Recherchen. Sehen Sie sich als Zulieferer der US-Regierungsbehörden auch im Bereich der Nachrichtendienste nicht in einem gewissen Interessenskonflikt? Also zunächst sehen wir uns nicht als Zulieferindustrie auf der einen Seite. Ich sage, SAP hat eine große Verantwortlichkeit und hat natürlich auch eine Möglichkeit, in dem Markt selber Standards zu setzen. Das heißt, SAP glaubt, eigene Standards gegen US-Geheimdienste durchsetzen zu können. Wohl kaum. Denn in den USA müssen Firmen sich den nationalen Sicherheitsinteressen weitgehend unterordnen.